dann würde ich die küssen. Ja. Okay, kann ich wieder beenden? Ich bin puderrot und bin echt peinlich. Von mir und Floriano. Wir machen heute ein... Wer würde er? Ein Wer würde er, genau. Ja, ein Wer würde er. Genau, ihr habt ganz oft gefragt, ob wir das machen. Wir haben es noch nie gemacht, aber jetzt machen wir das. Ihr habt ganz viele Fragen gestellt und wir haben uns die wieder mal alle rausgeschrieben. Und sonst gibt es nichts zu erzählen, oder? Nein. Okay. Aufregende Fragen, Mai. Ja? Bin gespannt. Eine Flo hat die ehrlich gesagt rausgeschrieben. Na dann, los. Okay. Okay. So, fangen wir an. Die erste Frage lese ich vor. Die ist schon meine, ist mein Favorit. Die erste? Ja, wer würde woanders schlafen, weil eine Spinne in seinem Bett gesehen hat? Okay, warte, wir müssen unsere Dinger machen. Eins. Zwei. Warte. Eins, zwei, drei. Zwei. Kann man es sehen? Ja. Kann man es sehen? Aber wir haben gleich. Okay. Flo. Ja, ja, der. Also Spinnen. Ist keine Angst. Ja, also. Er fängt. Vielleicht fängt er sie. Aber dann so. Ich muss sie fangen. Dann fängt er sie und dann. Was mache ich jetzt? Vero! Schaut, ich hab sie kommen. Ich hab sie gefangen, aber ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Das wäre so Flo's Aktion. Ja, sind aber auch eklig. Ich war schnell, ey. Boah. Hier hab ich mal einen Griebe. Wetten wir? Eine Griebe. Spinnen. So, während der Autofahrt. Wenn während der Autofahrt die Spinne kommt, ich fahre rechts dran. Bis sie weg ist. Geht gar nicht. Nee. Wer würde eher Fallschirm springen? Fallschirm springen? Ja. Eins, zwei, drei. Was steht da? Weib. Sind das Möpse? Nein. Das ist eine Hängebrüste, Florian. Die waren teuer, da hängt nichts, ich schwöre. Das sind zwei Augen, Mann. Ach so. Ja, aber wir sind uns einig. Ja, also nächste Frage. Weiter geht's. In einem Raum voller Menschen furzen. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, mit Absicht oder aus Versehen? Aber das ist egal. Ist völlig wurscht. Okay, eins, zwei. Warte. Eins, zwei, drei. Oh. Ja, definitiv. Das macht er sogar. Und dann macht er. Ja, aber Einkaufsladen mal gemacht, ne? Und dann macht er. Und ich puderrot. Und die Leute schon so angucken. Also manchmal bist du wirklich ein kleiner Assi, ey. Wirklich. Nee, was? Das ist... Ja. Okay, jetzt kommt die ultimative Frage. Wer würde eher in Öffentlichkeit weinen? Kann ich sagen schon? Ich hab schon in der Hand. Können wir? Ich glaube alle wissen es. Eins, zwei, drei. Hast du wirklich lesen? Ja. Ja. Warum schreibst du da eigentlich Vibe drauf? Weiß ich nicht, wollte ich gerade. Du hast gesagt, individuell gestalten. Dachte ich mir, machst du mal. Ja, okay. Öffentlichkeit weinen, ja, ist definitiv. Als ich schwanger war, haben wir im Einkaufsladen, habe ich irgendwas falsch gesagt. Ich weiß noch genau, was du gesagt hast. Was denn? Ich habe eine Jacke anprobiert. Ich war hochschwanger. Ja, und ich brauchte eine Jacke. Ja? Und ich habe sie anprobiert. Und dann habe ich irgendwie zu dir gesagt, nee, ich bin total fett in der Jacke. Und ich hatte ja bei Soleil, es war ja Soleil-Schwangerschaft, davor schon 10 Kilo zugenommen und dann in der Schwangerschaft halt auch mal zugenommen. Also ich habe wirklich für meine Verhältnisse wirklich so viel gewogen wie noch nie in meinem ganzen Leben. Und dann meinte ich irgendwie zu ihm, ich sehe total dick aus. Und dann meinte er nur, nee, Schatz, was hast du gesagt? Das ist ja normal, dass ich schwanger ist. Muss dick sein. Oder so. Ja. Und dann fängt die an zu heulen mitten im Laden. Ich nehme so, kann nicht mehr aufhören, das ist richtig gelaufen. Ja. Und ich war so, die ist so peinlich. Ja. Ei. Das war mir denn auch peinlich, aber... Ja, frag mich mal. Du heulst damit eine Öffentlichkeit. Ja, du kannst doch nicht sowas sagen. Ja, das ist der, wo du es da gesagt hast, und der gesagt, oh, komm, was ist das für ein A-Freund, ey, da sagt seiner Frau sowas. Das warst du auch. Nee. Doch, ich hab das wirklich mir zu Herzen genommen. Okay, aber das war ja nicht so gemeint. Okay. Nächste Frage. Ja. Ich bin bereit. Der. So, nächste Frage. Wer würde länger ohne Schlaf auskommen?
Eins, zwei, drei. Floriano! Es tut mir leid, Floriano! Ich weiß, du brauchst keinen Schlaf. Nee. Also, man kann wirklich sagen, ich bin mit jedem Kind gewachsen. Aber ich bin mit jedem Kind auch müder geworden. Ich bin wirklich... Was sie schläft, das ist unnormal. Ich bin, ja, also es ist manchmal so, wenn ich dann mein Haushalt geschafft habe und Soleil schläft, dann denke ich mir, oh ja, noch so eine Stunde. Aus einer wird dann drei. Wenn Soleil dann schläft, dann schlafe ich auch mal. Und nachts schlafe ich auch. Also ich bin wirklich... Manchmal weiß ich gar nicht, wo es herkommt. Ich nehme hier schon meine Vitamine. Komisch, oder? Das ist total krass. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich bin wirklich fast chronisch müde. Ja. Also ich kann auch bis zwei, drei morgens gezockt mit dem Kumpel und bin dann um sechs aufgestanden, arbeiten gegangen und dann das nächste Mal. Das wäre für mich auch undenkbar. Also ich brauche nicht so viel Schlaf eigentlich. Das wäre für mich undenkbar. Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Das ist wirklich mit jedem Kind intensiver geworden. Natürlich habe ich ja oder haben wir einen Alltag, der sie einnimmt, aber ich brauche dann unbedingt meinen Schlaf und er gar nicht. Ich denke mir immer so, was ist mit ihm? Ist er ein super Zeitchen? Ich bin eine Maschine. Piep, 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 piep. Okay, weiter geht's. Nächste Frage. Wer würde eher arm werden? Okay, eins, zwei, drei. Floriano, definitiv. Weil, hat Flo Geld? Hat er bald keins mehr. Hat er bald keins mehr. Der ist... Hast du gerade gepupst? Hast du? Das waren doch nicht vier Fragen vorher? Okay, läuft bei uns richtig professionell. Also, ich kann einfach nicht mit Geld umgehen. Gebe ich ganz offen zu. Naja, so krass ist es nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass er dann sein ganzes Geld vom Konto nimmt und sagt, oh komm, ich geh mal ins Casino oder ich wo auch immer hin, geh shoppen. Gar nicht, aber es ist so, was habe ich mir eigentlich gekauft? Ich weiß ja nicht, wo mein Geld hin ist. Ich habe doch gar nichts gekauft. Warte, ich guck mal meinen Kontoauszug. Also er ist da so ein bisschen völlig verstrahlt irgendwie. Wo ich immer so denke, ihr wolltet ja auch mal so Spartipps von uns haben, weil ich ja so ein Sparfuchs bin. Nicht also ganz extrem, aber schon so... Ich würde sagen, okay, wir kommen gut zurecht. Das machen wir vielleicht mal. Ich mache vielleicht mal so ein Video, so 10 Spartipps oder 5 oder irgendwie sowas. Ja, aber Flo ist verschwenderisch irgendwie. Mhm. Ist ja. Was kaputt, wird's neu gekauft. Ja, das sind eure Männer auch so. Es ist was weg oder kaputt. Anstatt es zu reparieren oder zu suchen, naja, hole ich dann morgen neu. Warum? Ist einfacher. Ja, aber ist auch viel teurer. Einfacher. Weiter geht's. Hm. Wer würde eher in den Dschungelcamp gehen? Oh mein Gott. Okay. Eins, zwei. Okay, und los. Ich? Du, ja. Also, naja. Ich mag aber keine Krabbeltiere. Punkt. Nein, die größte Herausforderung wäre 2 Wochen oder sogar noch länger. Die bleiben ja jetzt noch ein paar Tage. 2 Wochen ohne meine Kinder und mein Mann zu sein. Das wäre, glaube ich, die größte Herausforderung. Ich meine, ich muss ja da nichts essen, wenn ich das nicht möchte. Dann esse ich halt meinen Reis und Bohnen, weißt du, ich meine. Ja, dann kommst du ja nicht weiter, dann hassen sie dich alle. Du musst da schon durch. Nee. Ja, dann würde ich auch da reingehen, wenn ich nichts machen muss. Nee, ich kann es ja machen, muss ich aber nicht. Aber ich glaube, ich bin, wie sagt man denn, auffällig genug von meinem Charakter. Ich ecke schon oft an bei anderen Menschen. Ein bisschen, ja. Also ich bin da, ich bin ja nicht böse oder so, aber ich bin halt wirklich sehr direkt. Und das fassen manche dann halt ein bisschen... Böse auf. Ja, aber ich glaube, ich würde das schon machen. Ich würde mir dann ein Ziel setzen, du gehst da rein, du kriegst die und die Gage und dann gehst du mit deinen Kindern, fliegst du anstatt mal eine Woche in Urlaub, fliegst du mal 3 Wochen in Urlaub. So, das wäre so mein Ziel, dass ich den Kindern dadurch ganz ermöglichen könnte. Oder vielleicht, wenn es viel Gage ist, zu sagen, man haut ein ganzes Stück Geld auf die Bank und mietet sich dann, kauft sich irgendwann mal ein Haus, wenn man genug gespart hat. Ja. Das ist gut, ja. So wäre so mein Denken. Ich bin ja kein Star. Die verschiedene Paar Socken tragen. Ja, bitte, ja. Verschiedene Paar Socken tragen. Eins, zwei, drei. Ja, er hat recht. Also, die Vorgeschichte dazu ist, dass ich mich wirklich bis vor einem halben Jahr in etwa, haben wir hier noch gesammelt in dieser Box. Ja. Und dann... Ja, ich habe mich wirklich irre gemacht. Ich hatte ein sauschlechtes Gewissen, wenn die Kinder mal 2 verschiedene Socken anhatten, weil ich immer dachte, was sollen denn die Leute denken? Die denken so sowieso schon so schlecht von Großfamilien, dann denken die auch, die hat ihren Haushalt nicht im Griff. Deshalb habe ich mich wirklich irre gemacht. Ich habe dann immer
die ganzen einzelnen Socken gesammelt in so einer großen Edeka-Pappkiste, die war bis oben voll. Und habe mir dann geholt schwarze Farbe, also so Textilfarbe, um diese Socken einzufärben. Hat natürlich nicht geklappt. Es ging einfach nicht. Geht nicht. Nein. Und definitiv nicht. Da war so der Punkt, wo ich gesagt habe, nö. Warum? Also erstmal können wir glücklich sein, dass wir hier in Deutschland leben und so viel haben, wie wir überhaupt haben. Ja? So, dann sieht es tausendmal stylisch aus, wenn ich zwei verschiedene Socken anhabe. Mhm. Und drittens ist es doch, jupp, wie Sprung, ob ich zwei gleich anhabe. Und Hauptsache, ich habe Socken an. Das der Rest ist doch völlig wurscht. Und deswegen, so seit einem halben Jahr trägt hier, glaube ich, jeder verschiedene Socken. Und also wir haben auch ab und zu mal gleich Socken, das ist so, wie es gerade kommt. Ja, aber also wir geben da nicht mehr so viel drauf, weil ich habe mich da wirklich irre gemacht. Also ich saß manchmal da heulend und hab mir schon wieder keine gleichen Socken mehr. Wie so eine Gestörte. Nur wegen Socken, Leute. Socken. Die stinken eh nach einem Tag. Ja, es ist scheiße. Naja. Was für ein Beispiel. Aber es ist scheißegal, wirklich. Macht euch davon frei. Und also die Kinder finde ich toll. Guck weil mal, die sehen immer stylisch aus. Bei meinem Papa habe ich auch verschiedene Socken. Das stimmt. Und außerdem, ja, also wir finden ja hier alle Pippi Langstrumpf toll, weil die ja wirklich so ihren eigenen Weg geht und so eine kleine Rebellin ist. Und selbst die hatte früher verschiedene Strümpfe an. Danke, zu Recht. Pippi. Danke, Pippi. Danke, Pippi. Weiter geht's. Wer würde eher eine Zombie-Apokalypse überleben? Eine was? Eine Zombie-Apokalypse überleben. Das heißt ein Zombie-Angriff? Na, kennst du, da guckt ja keine Horrorfilme. Ich gucke ja sowas kennst nicht. Kennst du keine Zombie-Filme, wo alle Zombies sind und du musst quer ja, also das ist wirklich wie Krieg unter Zombies. Ja, ich glaube, wir wissen alle. Okay. Ja, Krieg und... Oh, hallo. Hast du auch gemacht? Ich, ich finde sowas ja toll. Ich würde auch gerne mal in Amerika, glaube ich, gibt sowas. Da kannst du so ein Zombie-Apokalypse mitmachen. Total geil. Würde ich so gerne mal machen. Geil. Würde ich so gerne mal machen. Ey, das machen wir. Super Idee. Ja, wenn wir nach Amerika fliegen, dann will ich am Strand liegen und mir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und nicht mich von Zombies zerfleischen lassen. Aber das ist doch total cool. Ich finde so, ich finde alle Zombie-Filme so cool, ohne Witz. Okay, ist gut mit dir. Nächste Frage, ja? Ich hasse Filme, die unrealistisch sind. Ich guck sowas einfach nicht. Weißt du doch gar nicht, vielleicht gibt's Zombies. Weißt du's? Hast du schon mal einen gesehen? Ich sehe die Menschen generell nicht. Ich nehme sie nicht wahr, wenn ich einkaufen gehe. Vielleicht ist der Nachbarn-Zombie, wer weiß das schon? Vielleicht, aber dann würde ich ihn nicht kennen, weil ich kann mir Gesichter nicht merken und ich kenne ihn einfach nicht. Toll. Nächste Frage. Wer würde eher noch mehr Kinder... Okay. Wer würde noch... Mann. Du Kopf. Wer würde eher noch Kinder haben wollen? Eins, zwei, drei. Oh. Naja, also jetzt, ich gehe jetzt von jetzt aus, ach oder? So, Entschuldigung, dann habe ich es nicht richtig, dann würde ich auch so machen. Aber wenn wir von dem jetzigen Zeitpunkt ausgehen, weil du das so oft sagst. So, nächste Frage. Wer würde eher seine Haare bunt färben? Auf die Plätze. Leute, sind fertig. Los. Na dann. Was? Du? Ich hatte schon mal lila, also so lila Bordeaux. Warte. Ja, wir reden mal von... Warte, ich blende euch mal ein Bild ein. Ich rede mal vom... Vom Bund, ja? Okay, okay, pass auf. Nein, wir halten es mal fest. Wir beide sollten vielleicht mal so Challenge-Videos machen und derjenige, der verliert, der muss sich die Haare in Strähnen bunt färben. Schlag ein. Ich verliere nicht. Schlag ein, dann schlag ein. Okay, ihr wart live dabei. Weiter geht's. Du kannst nicht... Aber ich entscheide die Farbe. Ich auch. Okay. Ich auch. Okay. Und aber bunt, aber es muss bunt sein, nicht hier braun oder so. Du kriegst hier Regenbogenfarbe in den Kopf. Okay. So, nächste. Wer würde nackt durch die Stadt gehen und rufen, ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Wir können es nicht so gut. Auf die Plätze. Warte, nee, warte, ich muss überlegen. Nackt. Ja. Ich bin ein Star, mich. Los. Eins, zwei, drei. Ja. Ja. Nee, ich. Also bei dir wäre es wahrscheinlich ein schönerer Anblick. Ja, als bei mir, wenn er so einen Nudeltopf. Aber ich würde es machen, warum nicht? Geh der Pinky und der Brain. Na. Dup. Ging das so? Ja, irgendwie so. Cool. Okay. Wer würde, ohne mit der Wimper zu zucken, eine Pornozeitschrift kaufen? Ohne mit der Wimper zu ziehen? Ja, na, du weißt, manche gehen an der Kasse und mit sowas. Manche ist was peinlich, genauso wie Tampons und sowas kaufen. Die an der Kasse so. Warte, erstmal antworten. Eins, zwei, drei.
Ja. Flori. Ich mache mir über alles einen Kopf. Über alles. Manche gehen so an der Kasse völlig schweißgebadet. Oh mein Gott. Sieht mich jetzt jemand? Oh mein Gott. Also ich hätte damit kein Problem. Dann einfach ran, kaufst du das, mein Gott. Ich würde jetzt auch gar keine kaufen, weil, also mich würde das jetzt nicht ansprechen, nackte Männer in der Zeitung. Ja, antwortet sich drauf. Meine nächste Frage. Was soll denn das heißen? Ja, ich sag, Männer sind Männer. Ist du mal so. Das, nee. Nächste das Frage. Das ist viel zu allgemein. Sag die Antwort. Was denn? Du sagst, Schatz, Männer sind nur mal ich so. Andere Männer vielleicht, aber ich würde niemals eine andere Frau anschauen, Schatz. Du hast eben gesagt, würdest du ohne mit der Wimper zu zucken? Ja, naja, wenn du sagst, oh Schatz, komm mal eine Porno-Zeitschrift, dann geh ich dir eine kaufen, habe ich gar kein Problem mit. Das wollte ich dir sagen. Ah, jetzt bin ich schuld. Jetzt holen wir den Zettel wieder, den zerknüllt hast. Ja. Die nächste Frage. Ich glaube, wir haben schon alle. Haben wir schon eine Frage? Bitte schön. Okay. So, wie viele Fragen sind noch? Noch zwei Fragen haben wir noch. Alles geht los. Wie kannst du mal vorlesen jetzt? So, jetzt habe ich so viel vorgelesen, ich habe langsam Okay. Genommen. Wer würde freiwillig ein halbes Jahr auf sein Handy verzichten? What? Können wir auch, Naja. Wer würde Wollt ihr antworten erstmal? Oder? Wer würde er, okay. Wer würde er auf sein Handy verzichten? Ja, ein halbes das Jahr. Ist ja, Ja, man muss ja jetzt sehen, wie ist es jetzt so, wie du machst ja jetzt gerade mal YouTube und so und dann guckst du Instagram oder? Ja, deswegen. 1, 2, 3. Ja, also weil. Ja, das ist ja halt für mich. Gut, stopp. Machen wir die Frage nochmal, wenn du es nicht machen würdest. Okay, würde ich jetzt kein YouTube und Instagram machen, machen okay. Wir es so. Genau, dann. Dann würde. 1, 2, das. Ja. Tatsache. Weil ich bin davon manchmal wirklich genervt. Also es ist so, ich gönne mir ja generell bei Instagram, ja ich sag mal so alle 3-4 Tage, das ist schon viel, ne? Aber alle 3-4 Tage bin ich 1-2 Tage gar nicht aktiv auf Instagram, ganz bewusst. Weil es ist für mich, ich hatte noch nie, wir machen das jetzt seit, weiß ich nicht, 9 Monaten ungefähr, noch nie so viel mein Handy in der Hand. Und ich verlange ja von meinen Kindern auch, dass sie wenig Medienzeit haben, weil ich einfach der Meinung bin, es tut ihnen nicht gut. Und wie kann ich dann aber immer mein Handy in der Hand haben? Wisst ihr, wie ich meine? Und es passt für mich einfach nicht zusammen. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Und dann ist ja auch so, Instagram ist natürlich auch, die meisten Profile sind alles schön und toll und alles ist super. Und die Kinder sind immer alle wohlerzogen und die Häuser sind blitzeblank geputzt. Da liegt nie irgendwas rum und wir sind alle happy, peace. Aber in der realen Welt sieht es anders aus. Und man wird davon, ob man will oder nicht, irgendwie beeinflusst und man sucht dann bei sich wie so Fehler. Wisst ihr, wie ich meine? Das hört sich komisch an. Und mich stresst das dann ungemein und dann ziehe ich die Reißleine und bin 1-2 Tage ganz ohne Handy und damit auch total happy. Mein Gefühl ist dann besser. Wie ist es bei dir? Ich brauch's immer. Gerade wenn ich auf Toilette oder so bin. Dann. Ja, er zockt halt, er hat da so Spiele drauf. Ne? Ist vielleicht auch anders deshalb, aber ich habe nicht ein einziges Spiel drauf. Meine Last ist wirklich Instagram eigentlich, aber auch erst seit ein paar Monaten. Aber es glaube ich, jeder hat Handyspieler. Also, ich nicht. Letzte Frage. Okay. Wer würde eher eine gleichgeschlechtliche Person küssen? Oh. Als Letzte, fertig, los. Also ich habe es auch schon mal gemacht. Bevor ich meine erste Freundin damals hatte, da habe ich noch im Dorf gewohnt. Mit meinem besten Freund haben wir Zungenküsse geübt. Ehrlich, wie alt warst du da? 13. 13? Ich dachte, jetzt kommt so 8 oder so. Nein, ich bin Spätzünder gewesen. Ich hatte früher noch Yu-Gi-Oh-Karten im Kopf und so und Pokémon-Karten und so. Er sagt das ja einfach so offiziell vor tausenden Leuten. Warum ist das denn so schlimm? Wen hast du überhaupt gezeigt? Na, dich? Ach so, okay. Ja, also, was soll ich dazu sagen? Ne? Ich finde Frauen... Wie schöner als Männer. Das hat sich auch gemeint, aber ich finde sie ästhetischer als Männer. Und ich finde das jetzt auch nicht verwerflich. Nö, ich finde auch Frauen schöner. Ja, also ich finde das jetzt auch nicht... Wenn Flo jetzt sagt, ja, okay, ich habe damit jetzt kein Problem, wenn du jemanden einen Kuss gibst oder so. Wen willst du küssen? Sag ich jetzt nicht. Ach so, okay. Weißt du wen? Natürlich, weiß jeder. Wer denn? Warum bist du so rot? Flüster mir mal. Flüster mir mal. Nein!
Ich sag doch laut. Nein, flüster wieder. Hat 4 Buchstaben. Falsch. Und wünscht dich gern was. Nee, falsch. Nein, falsch, ehrlich. Ich schwör, falsch. Okay, wen denn, sag du? Nein. Sag du jetzt auch. Sag mal. Nein, aber ich sag nur so. Okay. Sag. Sag. Ich kann nicht. Sag mir jetzt, ich wüsste. Oh Mann, das ist so peinlich. Ja, sag. Nun sag. Was? Also, nicht so bewusst, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte. Oh mein Gott. Dann okay. Sie. Also nicht so im Sinne von, oh komm, wir knutschen jetzt und landen im Bett, sondern im Sinne von, warum nicht? Wenn du dir eine aussuchen müsstest, würdest du sie. Ja, wenn ich, also wenn ich wirklich unter Stress stehen würde und einer sagt, entweder knall dir die Birne weg oder du küsst einen von den Mädels, dann würde ich sie küssen. Ja. Okay, können wir das wieder beenden? Ich bin cooler Auto und mir ist echt peinlich. Kann ich nicht mal in die Augen schauen. Hast du jemand anderes gedacht? Ja, das ist. Ja? Egal, okay. Ja, hast du dich getäuscht. Gut, beenden wir das Video. Es war schön, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, wir haben euch. Ein bisschen unterhalten. Mit meinem Geschwafel und meinem Ge. Das nächste YouTube werde wahrscheinlich ich machen, weil ich komme ja immer bei den YouTube-Videos nicht zu Wort. Ja, wäre doch mal gut. Wäre doch mal gut. Ich stelle dir die Fragen und ich suche sie vorher raus und du weißt vorher nicht, was für Fragen kommen. Ja, und dann wollen wir doch mal sehen, ob du nicht rot anläufst. Du hast wunderschöne Augen. Okay, wir genießen jetzt halt unsere Zweisamkeit. Falls es die jetzt noch gibt nach der letzten Frage. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und bis bald. Tschüss. Vergesst das Abonnieren nicht. Wir würden uns freuen.